Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pony TV. Ich habe wieder eine neue Pickup-Folge für euch. Und zwar dieses Mal habe ich zum Thema gemacht, ich habe eine Sammlung von einem eBay abgekauft und möchte diese zusammen mit euch öffnen. Und ich glaube, dass sich das Ganze irgendwie voll gelohnt hat. Jetzt muss ich kurz mal nachgucken, was nochmal genau das Angebot war. Moment. Und zwar habe ich 50 Blu-rays gekauft für 79 Euro und ich glaube, ich habe hier voll den Schnapper gemacht und das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Und zwar ist das dieses Paket und werden das Ganze jetzt öffnen. Öffnen, öffnen, öffnen. So, wie mache ich das jetzt, dass man das noch sieht? So, irgendwie muss das gehen. Oh, ich kann da direkt schon reingucken. Soll ja noch mal ein bisschen spannend bleiben. Ich weiß nicht mehr jeden Film, der hier. Ich ruschel hier rum. Ich weiß nicht mehr jeden Film, der hier drin ist. Aber so die wichtigsten. Teilweise kann ich die nochmal verkaufen, weil ich sie einfach schon habe. Und die bringen teilweise tatsächlich auch nochmal den Preis zurück. Und wir fangen an mit einer Blu-ray von King Kong. Hier in einer amerikanischen Version, englischen Version, sieht man auch immer schön, für die, die es nicht wissen, an dieser FSK, hier die Anführungszeichen FSK Anzeige, die hier irgendwie immer zweimal oder oft zweimal angegeben ist. Anscheinend gibt es bei denen zwei Angaben. Was ich mit der hier mache, weiß ich nicht. Hier gibt es auch einen deutschen Ton. Den könnte man eventuell behalten, weil der fehlt mir in meiner King Kong Godzilla Sammlung. Und der Film ist gut. Habe ich wieder reingeguckt. Hier als nächstes haben wir, kenne ich gar nicht, Hooligan Factory. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Könnte eine kleine Besonderheit sein, könnte aber auch ein 1-Euro-Film sein. Mach ich mal auf den mal nachschauen Stapel. Dann als nächstes haben wir Jack and the Giants. Das ist auf jeden Fall ein Euro-Titel. Habe ich noch nie geguckt. Könnte ich mal vorstellen, vielleicht auch zu behalten. Mal schauen. So, also dann haben wir Supremacy mit Joe Anderson. Oh, und Danny Glover. Sieht cool aus. Als freigegeben ab 16 von den Produzenten von Django Unchained. Einfach eine kleine spielerische Leistung. Ja gut, das steht immer so mit hinten drauf. Sieht so aus, der eine Schauspieler, wie der Typ von Sons of Anarchy. Ich weiß nicht, ob man es hier richtig sieht. Der hier sieht so ein bisschen aus. Keine Ahnung, ob der es ist. Mal schauen. Als nächstes haben wir Shutter Island. Habe ich noch nicht. Sonst, soweit ich weiß, in der Blu-ray Sammlung. In meiner neu aufgebauten. Muss ich nochmal nachschauen. Den würde ich dann eventuell auch behalten wollen, weil der Film ist geil. Moment. Ist hier eventuell das alternative Ende? Ich glaube, es gibt ein alternatives Ende. Ja, ist hier nicht.
drauf. Ich meine, hier gibt es ein alternatives Ende zu dem Film. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal unten in die Kommentare. Die Version brauche ich auf jeden Fall. Nehmen wir mal von der anderen Seite was. Und zwar ist das Stone. Und zwar hier mit Edward Norton, Robert De Niro und Mila Jovovich. Den würde ich, glaube ich, echt mal behalten, weil drei starke Schauspieler. Sehr cool. Dann haben wir als nächstes. Das sieht aus nach einem Trash-Horrorfilm. Junkie, ab 18, wird blutig sein. Mal schauen. Keine Ahnung. Als nächstes haben wir. Oh Gott, das sieht schlimm aus. Waist Deep. Die Schrift hier ist, glaube ich, die von Lethal Weapon. Ist das irgendwie so eine afroamerikanische Dingsbums Nachgestellung, Gedöns, Remake, was auch immer. Sieht nicht so aus. Bad Boys Abklatsch, keine Ahnung. Tyrese Gibson, Megan Good, Lawrence Tate, The Game. The Game ist dabei. Ist der Musik oder sowas? Dann Home Invasion, der Feind in deinem Haus. Von den Machern von Hitman und Frontiers. Könnte eventuell gut sein, aber es ist nicht. Holen wir nochmal von der anderen Seite. Und zwar ein Euro-Titel, Bad Teacher. Findest du in jeder Sammlung. Jeder. Weg damit. Auf jeden Fall weg damit. Als nächstes. Mob Rules, der Gangsterkrieg. Gucken werde ich den nicht. Mal schauen. Vielleicht für 2 Euro, 3 Euro nochmal weg. Gucken wir mal. Hier haben wir. Ah, das hat mich jetzt. Da wollte ich eigentlich vorher schon mal gucken. Und zwar Spurlos, die Entführung der Alice Creed. Das ist nicht der Film, den ich gemeint habe, okay. Es gibt einen dänischen, schwedischen Film, glaube ich, namens Spurlos. Belgischen Film, belgisch-holländisch, so irgendwas mit der Art. Spurlos ist echt verdammt gut, ne? Wenn ihr mal richtig verstört werden wollt, gerade gegen Ende. Erler Film. ist nicht das amerikanische Remake, weil Spurlos, Spurlos. Dann gibt es noch einen Spurlos-Film anscheinend, das ist dieser hier. Klang auf jeden Fall trotzdem cool. Hier steht laut The Times ein genialer Thriller. Schauen wir mal, oder? Ich würde sagen, der wird auf jeden Fall mal geguckt. Ja, sagt das. Da bin ich. Kidnapping Freddy Heineken. Sehe ich auch immer mehr, seitdem ich Sammlungen durchgucke. Das ist so ein Film, der in jeder zweiten Sammlung drin ist. Selbst das Steelbook kostet nichts. Den habe ich. Den würde ich mal behalten, weil ich ihn auch noch nicht geguckt habe. Und wegen dem Euro. So, als nächstes. Die fünfte Welle. Genau dasselbe Spiel, nur dann, dass ich den schon habe, der kommt weg. Dann haben wir dasselbe mit Hangover. Oblivion. Noch nicht geschaut, bringt auch nichts. Behalte ich. Und guck ihn endlich mal. Der weiße Löwe.
Das sieht wie ein Dokumentarfilm aus, ist aber, glaube ich, keiner Prädikat wertvoll. Vom deutsche Film, von der deutschen Film- und Medienbewertung. Faszinierendes Wildnisabenteuer. Nee. Dann. Lieferung mit Hindernissen, 2 bis 3 Euro Titel, soweit ich weiß. Hier spielt zwar Donald Faison mit, den kennt ihr auch. Scrubs, Turk, spielt damit. Ist wahrscheinlich irgendeine Gangster-Komödie, Ghetto-Dingsbums, irgendwas. Aber Donald Faison ist cool. Ich glaube, den werde ich behalten. Mal rein. Boah, schauen. Ich habe Feierabend, sorry. Bin ein echt anstrengender Tag und habe voll die Sprachstörungen. Wahnsinn. Oh, den werde ich behalten. Rec 3. Ich glaube, der kostet schon ein bisschen was. Aber da ich ihn nicht habe, bleibt der in der Sammlung. Sehr gut. Das war einer der Filme, weswegen ich mir das Ding hier gekauft habe, weil die 79 Euro bekomme ich auf jeden Fall nochmal raus und habe dann ein paar Filme verloren. Habe ich schon. Darren Aronofskys Black Swan. Oh, ich liebe diesen Film, der ist so krass. Der hat zwar seine Längen teilweise, aber ist inszenatorisch einfach Bombe. Falls ihr den noch nicht geguckt habt, schaut ihn euch an, trotz Ballett und Thema und hin und her. Echt verdammt guter Psycho-Thriller. Als nächstes wieder 1 Euro habe ich und weg damit. OVP? So, 7 Vollendung. Der ist OVP. Krass. Cool. Cool, sehr cool. Den werde ich definitiv behalten. OVP. Weiter bringen. Ich muss mal gucken. 12 Euro. Ich sag's euch, 12. Dann hab ich, glaube ich, noch nicht in der Sammlung Green Hornet. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich hatte die Steelbook eventuell mal irgendwo mitbestellt. Dann habe ich auch noch nicht geguckt. Muss ich auf jeden Fall mal nachgucken. Dann haben wir hier wieder einen Horrorfilm, einen britischen. Hier ist alles überklebt. Man sieht gar nicht. Craig Parkinson, den kennt man. Wenn ich ihn sehe, weiß ich bestimmt, wer es ist. Und John Lynch sagt mir was. Martin Konsten sagt mir jetzt nichts. Ghosted Albtraum hinter Gitter. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach irgendeine blutige Gefängnisscheiße ist. Könnt man mal gucken. Wieder ein Film. Aber den würde ich vielleicht behalten wollen. Und zwar Ghosted. Er macht die Regeln. Choose. Wie die Wahl. Er macht die Regeln. Du hast die Wahl. Den würde ich auch auf jeden Fall, bevor ich ihn verkaufe, gucken. Hätte ich voll Bock drauf. Ich glaube, über den einen oder anderen Film könnte ich dann endlich mal wieder die Rezensionen starten, nachdem ich meine Sammlung schon ziemlich gut aufgebaut habe mittlerweile. Als nächstes. Oh. Die Legende von A. Ganz ehrlich, ich glaube, den verkaufe ich direkt wieder. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, den zu gucken. Obwohl ich
Shyamalan gar nicht so schlimm finde, wie das viele immer sagen. Ich habe bisher erst einen wirklich schlechten Film von ihm gesehen. Das war der mit Mark Wahlberg und der war echt gruselig. Ich fand jetzt auch Old ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Natürlich war das kein Meisterwerk, aber der hat mich echt gut unterhalten. Man erwartet auch immer, wenn ein Film auf mystisch und so macht, muss das dann mega genial werden. Irgendwie, aber einfach mal als stumpfe, mystische, übernatürliche Unterhaltung war der Film echt zu gebrauchen. Genauso wie Knock on the Door. Knock the Door. Fand ich auch okay. War vollkommen okay. Also, man muss nicht nur, weil Shyamalan ein paar geniale Filme mit ein paar genialen Twists gemacht hat, so auf ihn rumhacken, weil er jetzt halt einen gut unterhaltenen Film gebracht hat. Oder zwei oder drei. Und weil halt der Film mit Mark Wahlberg einfach scheiße ist, weil Mark Wahlberg einfach kein guter Schauspieler ist. So, jetzt habe ich es gesehen, dann schmeiße ich ihn auch gleich weg. Hangover 2. Spielbuch habe ich. Dann. Oh. Irgendein Conan. Geboren auf dem Schlachtfeld. Conan Remake. Ach, das ist der mit Jason Momoa. Hart, dreckig, düster. Ich glaube, da hätte ich vielleicht Bock, den mal zu schauen. So, weiter geht's. Kommt direkt wieder weg. Obel die Katz. Auf gar keinen Fall. Ein Steelbook in gutem Zustand. Ja, doch. Und ein paar kleine Kratzer drin, aber es ist okay. Untote wie wir, den werde ich auf jeden Fall gucken. Ist höchstwahrscheinlich eine schöne, einfache Unterhaltung. Die Disc sieht okay aus. Keine wirklich großen Kratzer. Kann man auf jeden Fall behalten. Dann haben wir Gangsterland mit Natasha Noël, Benz Antoine und Henri Pardot. Hört sich anscheinend französisch an. Film ab 18. Sagt mir gar nichts. Mal schauen. Als nächstes bin wir hier, kommt wieder weg, weil schon hab, Al Frankenstein, habe ich glaube ich auch in der schwarzen Hülle. Miau! Das sind doch nur Blu-rays, was ist denn los? So, ups. Dann Under the Bed. Sagt mir zunächst nichts. Sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Könnte man von den Machern von VHS, vom Regisseur von Aggression Scale. Aggression Scale sagt mir jetzt gar nichts. Schauspieler Peter Holden. Ansonsten sagen mir die Schauspieler nichts. Würde ich mal behalten. Mal schauen. Und das fühlt sich kaputt an. Ja, das ist die Blu-ray-Hülle. Boah, Kassett. Steven Siegel für Uncut. Der könnte eventuell was wert sein. Hard to fight. Aber hier ist einfach die Blu-ray hier oben eingedrückt. Schade. Würde ich einfach austauschen. Mit Rubbel die Katze am besten. Weg da. Schau mal. Auf nächste. Das der Highlight-Film war, glaube ich, noch vorne so mit drin, den ich so gesehen habe. 1 Euro, glaube ich, 2 Euro, 3 Euro, Cop-Out. Später Bruce Willis Film. Ich
denke, der kommt auf jeden Fall weg. Dann haben wir als nächstes nochmal hergerückt. Das ist jetzt ein Trash-Film von den Machern von Expendables, The Legend of Hercules. Boah, das ist bestimmt ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Das ist bestimmt ein minus 5 Euro Film. Jetzt haben wir... Oh Gott, dieses Cover. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie ein Computerspiel. Der kann doch nicht mal richtig blutig sein, weil der ist ab 16 freigegeben. Mit Robert Patrick und Wing Ray. Wrath of Cain. Kreislauf der Gewalt. Dann krieg ich so einen Kreislauf. Ein Knast-Actionfilm im Stil von Prison Break und Annie. Der vergleicht sich mit Prison Break. Tut schon ein bisschen weh. Die Amazing Spider-Man hab ich schon drin. Nee, hab ich nicht. Quatsch, hab ich nicht. Perfekt. Enzo und Greta hab ich nicht. Hab ich mit blauer Hülle verkauft, hab ich jetzt mit schwarzer Hülle. Dann Upgrade. Weg. So, allzu viele sind es nicht mehr. Jetzt haben wir noch der Fine del Mondo. Das müsste The World's End sein. Den gibt es hier. Tedesco. Tedesco ist Deutsch. Das wäre deutsche Sprache. Könnte man dementsprechend mal behalten und zumindest mal gucken, ob es sich lohnt, den jetzt deutsche Blu-ray zu holen. Also ich werde ihn auf jeden Fall mal behalten, weil ich den auf jeden Fall mal gucken will. Simon Pegg. Green Lantern in der Gift. Grünen Blu-ray verpacken. Oh Gott, im Extended Cut. Ich habe den nie ganz gesehen. Ich habe da irgendwie mal reingeguckt und fand ihn nicht ganz so mies. Aber auch nicht mittelmäßig. Schauen wir mal rein und gucken ihn irgendwann mal komplett. Dann weg damit. Seventh Son mit Jeff Bridges, Ben Barnes und Julianne Moore. Nie wirklich davon gehört. Kristen Ritter, Nick Nolte, Rosanna Arquette, Iggy Pop. Mal schauen. Noch nicht irgendwas Seltenes, was niemand gucken. Also, vielleicht jemand noch Geld dafür bezahlt. Iron Sky, wir kommen in Frieden. Über 450.000 Kinobesucher in Deutschland. Und die Blu-ray ist kaputt.
Ja, er ist. Vielleicht gucke ich ihn nochmal. Ich habe ihn, glaube ich, da vor 12 Jahren kam der rausgeschaut. Dann. Oh. Axt. Erst verlor er seinen Job. Dann seinen Verstand. Krasser Scheiß. Ab 18. Könnte cool sein. Ist bestimmt so ein Falling Down. Nachmacher. Könnte aber vielleicht cool sein. Wenn er sich noch ein bisschen weniger ernst nimmt, also deutlich weniger ernst nimmt, warum nicht? Dann 1 Euro habe ich. So. Und als letztes habe ich hier noch The Reeds. The Reeds. Das kann der Scarlett Ellis Johnson, Emma Catherwood Jeffers. Manchmal spielen sie mit mir. Ah, das ist ein Fantasy-Film, Film von 2010. Okay, das könnte was Cooles sein. 82 Minuten. Gucken. Auf jeden Fall gucken. So. Das war's. Das war das Ganze. Also, im Großen und Ganzen muss ich sagen, echt in Ordnung. Ich würde sagen, ich komme da hinterher. Ja gut, wenn ich so viel behalte, nicht auf mein Geld wieder zurück. Mit den knapp 12 1-Euro Titeln. Aber wir schauen einfach mal, was dabei so rauskommt. Vielleicht verkaufe ich den ein oder anderen dann auch wieder. Was ist denn Batman ist nervig. Bekommt keine Zuwendung. Nie. Nie. Alles gut. Wie gesagt, ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was genau dabei rauskommt, werde ich dann hinterher sehen, wenn ich das dann bei eBay eingebe und nachgucke und hin und her und ob ich einen Film wirklich gucken will, welche ich gucke und dann verkaufe, welche ich gucke und dann behalte. Im Großen und Ganzen war es aber mega geil. Ich liebe es, diese Sammlungen aufzukaufen. Einfach cool. Und vielleicht finde ich nochmal die eine oder andere spannende Sammlung, dann würde ich das Ganze mit euch teilen. Was haltet ihr von diesem Sammlungseinkauf? Hat es sich gelohnt? Hat es sich nicht gelohnt? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal vielleicht ein bisschen mögt, drückt die Glocke und abonniert den Kanal vorher. Hilft mir sehr. Ich würde mich freuen. Ansonsten geht das Video schon 28 Minuten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.